Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von RecoPlay. Heute geht's nochmal in das große Alien-Universum mit der Alien Trilogy für die PlayStation 1 oder für die erste Generation der PlayStation. Offiziell hieß sie ja nicht PlayStation 1. Die Durchnummerierung der Konsolen kam ja erst ab der PlayStation 2 dann. Aus dem Jahr 1996, also noch ein ganz früher Titel für die erste PlayStation. Und das Spiel ist ein Ego-Shooter, der auch von der Fachpresse damals durchweg eigentlich ziemlich gut aufgenommen wurde. Und das Spiel ist ansonsten noch erschienen für MS-DOS und für des Sega Saturn. Wenn ihr euch von der Sega Saturn-Version mal ein bisschen Gameplay anschauen könnt, dann könnt ihr das bei unserem Kooperationspartner, dem Retro-Pionier, dem Holger, machen. Der hat da ein kleines Gameplay-Video mal zu gemacht in seiner Sega Saturn-Reihe. Verlinke ich euch einmal hierhin und einmal unten in die Videobeschreibung. Ja, das Spiel hergestellt hat die Firma Probe Entertainment. Die gab es von 1984 bis 2004. Wurden ursprünglich gegründet als Probe Software, haben sich dann 1995 umbenannt in Probe Entertainment, wurden dann 2001 von der Firma Acclaim aufgekauft, umbenannt in die Acclaim Studios London und ja, bis zur Insolvenz von Acclaim 2004, dann wurde die Firma auch aufgelöst. Acclaim selbst, hier haben wir sie auch drauf auf der Verpackung wieder, sind hier natürlich auch dann der Publisher gewesen, eine Riesenfirma, die wir jetzt schon mehr als 10, 20 Mal, glaube ich, hatten inzwischen bei RecoPlay. Gab es von 1987 bis 2004. Und ja, wie gesagt, warum hatten wir sie so oft? Weil es einfach damals in den 90ern eigentlich mit eine der, wenn nicht sogar wirklich die größte Firma im ganzen Videospielbereich gewesen ist, mit zig Publishing- und Entwicklerstudios weltweit. Teilweise sehr kontrovers, was Marketing und Werbung und sowas anging. Aber durchaus erfolgreich gewesen zu der Zeit. Ja, worum geht es hier in der Alien Trilogy? Also wer jetzt denkt, dass wir hier die Geschichte von den ersten drei Spielfilmen von Ridley Scott, James Cameron und David Fincher durchspielen, der hat sich leider geirrt, muss ich sagen. Denn außer den Handlungsorten der drei Spielfilme hat das Spiel eigentlich mit den drei Spielfilmen so gut wie nichts zu tun. Also das heißt, wir haben hier das Alien-Schiff aus Teil 1, den Planeten LV426 mit der Kolonie von Teil 2 und das Hochsicherheitsgefängnis aus Teil 3. Ansonsten spielen wir jetzt zwar Lieutenant Ellen Ripley, die ist allerdings jetzt im Auftrag der Marines unterwegs, irgendwie als Vorhut, komischerweise, also alleine unterwegs und soll jetzt den Soldaten irgendwie den Weg frei machen, damit die nachher freie Bahn haben. Ein bisschen merkwürdig finde ich die Geschichte, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber okay, so ist das halt. Kann man jetzt nicht ändern. Es gibt ein paar Zwischensequenzen auf jeden Fall. Und ganz am Ende, beziehungsweise zwischendrin, müssen wir auch immer als Endgegner dann gegen die Alien-Königin kämpfen. Da das Spiel jetzt, wie gesagt, eigentlich nichts mit den Spielfilmen zu tun hat, würde ich jetzt auch gar nicht groß hier auf die Spielfilme eingehen. Vielleicht einmal ganz kurz zum Alien-Franchise selbst was. Das Franchise selbst wurde erfunden, also durch den Spielfilm natürlich, durch den ersten Spielfilm. Und der wurde geschrieben von Dan O'Bannon und Ronald Shusett. Und Dan O'Bannon ist der ehemalige Studienfreund von meinem Lieblingsregisseur, nämlich John Carpenter, gewesen. Und die beiden haben zusammen ihren ersten Spielfilm zu der Zeit auch realisiert. Das war der Film Darkstar. Ja, und das Alien-Design hat der Schweizer Künstler Hans-Rudolf Giger erstellt, was sehr, sehr, sehr prägend auf jeden Fall gewesen ist und mit Sicherheit auch maßgeblich zu dem ganzen Erfolg des Franchises beigetragen hat. Und ja, das Alien selbst, kann man sagen, ist eine außerirdische Lebensform, die Säure als Blut hat und einen Wirt braucht quasi, um sich fortzupflanzen. Also das Ganze funktioniert im Prinzip wie in der Insektenwelt, das heißt, es gibt eine Alien-Königin, die Eier legt, dann, wenn aus diesen Eiern schlüpfen, dann die sogenannten Facehugger und wenn die geschlüpft sind, suchen die sich einen Wirt, in den sie den Embryo ablegen können und dieser Embryo wächst dann quasi als Parasit im Wirt heran, bis er irgendwann aus dem Wirt herausbricht und dann ja zu einem normalen Alien heranwächst oder zu einem normalen Alien-Kämpfer. Ja, wenn wir jetzt mal wieder auf die verschiedenen Coverversionen schauen, dann sehen wir, da gibt es eigentlich gar nicht so wirklich viel zu sehen. Die haben nämlich alle das gleiche Cover. Lediglich auf der japanischen Version haben wir unten drunter nochmal den Namen in Katakana wahrscheinlich geschrieben.
Und ganz interessant ist, dass diese Platinum-Version, die ich euch jetzt hier mal rausgesucht habe von der europäischen Version, dass die das Cover spiegelverkehrt benutzt. Warum auch immer man das gemacht hat, keine Ahnung. Erschließt sich mir überhaupt nicht. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Cover. Also das macht schon Spaß anzugucken. Ja, hier hinten sehen wir schon, das ist die Geschichte hier mit den Zwischensequenzen. Und hier unsere Ego-Shooter-Perspektive. Ich muss sagen, mir gefällt das Spiel grafisch wirklich sehr, sehr gut. Auch vom Gameplay her, das macht wirklich richtig Spaß. Es ist nur ein Einspielerspiel und ist auch noch nicht analog-Controller-kompatibel. Ist ja, wie gesagt, ein sehr frühes Spiel für die PlayStation gewesen. Und die PlayStation 1 selbst hatte ja noch keine Analog-Controller. Das kam ja dann erst mit den Revisionen später. Ja, dann hier die Scheibe mit wiederkehrendem Logo des Covers im Prinzip. Und dann haben wir hier die Anleitung und haben erstmal noch einen Katalog. Genau, hier sehen wir es auch. PC, CD-ROM, Sega Saturn und PlayStation Acclaim-Katalog. Einmal die WWF WrestleMania. Ich glaube, das war dieses Arcade-Game, wenn ich mich nicht irre. Wobei hier die Wrestler definitiv im falschen Aspekt sind. Die müssten wesentlich breiter sein. Also die sind hier irgendwie zusammengeschrumpft. Ja, dann hier Alien Trilogy. Dann haben wir hier NFL Quarterback Club 96. Kenne ich nicht, aber wie gesagt, NFL bin ich auch sehr, sehr unbedarft im Moment noch. Habe ich mit Kevin immer noch seit sehr langer Zeit vor, euch mal was vorzustellen. Werden wir auch noch auf jeden Fall machen. So, Revolution X, ein ganz furchtbarer Rail-Shooter, den ich hier in dem Adventskalender, den ich letztes Jahr gemacht habe, auf dem Super Nintendo in meiner Überraschungstüte hatte. Hat mir überhaupt nicht gefallen. War mit Musik von Aerosmith, das hat das Spiel aber auch nicht wirklich besser gemacht. Ja, dann hier das Spiel D, ich glaube, es ist sogar auch ein Survival-Horror-Spiel. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus, habe ich leider auch noch nicht. Das Spiel hier habe ich damals auf dem PC gespielt, X-Men Children of the Atom. Ein Brawler im Prinzip, also à la Street Fighter im Prinzip, nur mit den X-Men-Charakteren. Ist aber ziemlich gut gewesen, also der hat wirklich Spaß gemacht. Resurrection Rise 2 kenne ich überhaupt nicht. Sagt mir gar nichts, sieht aber ebenfalls nach einem Brawler aus. Bad Mojo The Roach Game. Sehr cool. Sie werden nie mehr eine zertreten, okay. Mit diesem makabren und doch humorvollen Spiel wird ihr schlimmster Albtraum wahr, weil sie verwandeln sich in eine der unattraktivsten Lebensformen dieser Welt, eine Kakerlake. Ach du liebe Zeit, okay. Kenne ich nicht. Wenn ihr das kennt, schreibt es gerne mal, ob das gut ist und ob das Spaß macht. Ja, Judge Dredd, auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Actionspiel. Werde ich hier fürs Mega Drive auf jeden Fall nochmal vorstellen. Frank Thomas Big Hurt, ein Baseballspiel, von dem ich aber auch nur Gutes gehört habe. Das gab es, meine ich, aber auch für Super Nintendo. Naja, egal. So, das war der Katalog. So, und weshalb ich vorhin gerade so kurz gestockt habe und ihr euch vielleicht gewundert habt. Moment, ich muss das gerade mal hier organisieren. Mir ist eingefallen, was ich vergessen habe vorhin. Und zwar von Probe Entertainment, was man denn noch so für Spiele von denen kennt, die ich extra für euch rausgesucht habe. Machen wir ganz schnell noch. Stargate ist von Probe. Dann das eben angesprochene Judge Dredd fürs Mega Drive. Dann natürlich habe ich euch hier in einer Viererfolge schon vorgestellt, die beiden Versionen von Alien 3 für Mega Drive und Super Nintendo zum Beispiel oder auch die Versoftung von Back to the Future Teil 3 fürs Mega Drive. So, das als Nachtrag, alles von Probe Entertainment. So, jetzt gucken wir uns die Anleitung an von der Alien Trilogy. Gewährleistung hier vorne drauf wieder, die man nicht so wirklich braucht. Dann haben wir hier die normalen Infos, die man im Prinzip hat. Hier kleine Story. Ihr seht schon, die ist auch hier sehr kurz. Spielbeginn. Dann haben wir hier die verschiedenen Optionen. Das Schöne ist, wir haben hier die Möglichkeit, nach jedem geschafften Level abzuspeichern und zusätzlich ein Passwort zu bekommen. Das ist auf jeden Fall ganz cool, wobei das Passwort extrem lang ist, mit 32 Zeichen. Das hat man nicht mal eben schnell eingegeben.
Ich habe mir auch überlegt, dass wir das einfach so machen. Wir starten einfach mal mit dem ersten Level und ich habe mir für zwei beliebige spätere Level einfach mal die Codes jetzt rausgesucht aus dem Internet und da schauen wir dann einfach nachher mal zusammen in etwas höhere Level, dass ihr da auch ein bisschen was von seht. Geht ja nur um mal ein bisschen was zu zeigen hier. Ja, dann hier die Controller-Belegung. Ihr seht hier noch ohne die Analog-Sticks, der ganz alte PlayStation-Controller, können Waffen wechseln, Aktionen machen, haben eine Sekundärwaffe im Prinzip. Und ja, können ein bisschen strafen, links, rechts, können uns umschauen und rennen. Ja, dann hier noch ein bisschen was über die Benutzung dieser einzelnen Sachen. Dann hier die Alien-Welt, bisschen was über die Anzeigen, die wir im Spiel haben hier. Wir haben eine Energieanzeige. Andere ist auch super. Weiß jetzt gar nicht mehr, was das war. Müssen wir gleich mal schauen. Dann haben wir hier natürlich den Motion Tracker, der ganz typisch ist für Alien. Die Sachen können wir entweder mit der Taste X, wie gesagt, wechseln, ne? Nicht mit der X-Taste, mit der Dreieck-Taste oder im Pausenmenü können wir auch die Waffen hier wechseln. Da haben wir auch eine Karte im Übrigen dann, die wir uns angucken können. Ja, und dann hier die verschiedenen Waffen und die verschiedenen Munitionen, die wir einsammeln können oder die verschiedenen Gegenstände. Genau, automatische Karte ist immer ganz nett, nützlich, wenn man die findet. Dann hat man nämlich alle, also den ganzen Level direkt automatisch hier im Sichtfeld. Ansonsten muss man den sich quasi erarbeiten. Ja, dann hier noch ein paar Goodies, Säurestiefel, verschiedene Schutzanzüge und Westen, Medipacks, die wir einsammeln können, Schulterlampe, um Licht zu machen. Also gibt schon ein paar Sachen, das ist schon ganz nett eigentlich. Ja, dann hier noch ein bisschen was über die Optionen zwischen den Leveln, Missionsbericht, das Spiel beenden, Optionen während des Spiels, eine Seite für die eigenen Notizen. Wobei man hier schon sehr eng schreiben muss, wenn man hier seine ganzen Passwörter eintragen möchte. Es gibt nämlich, ich glaube, 32 Level. Das passt hier definitiv nicht rein. Und ja, hinten nochmal eine Werbung für das eben schon angesprochene Spiel D. Ja, zum Preis des Spiels. Das Spiel ist überhaupt nicht teuer. Die PlayStation-Version kriegt ihr so zwischen 5 und 10 € eigentlich im Komplettzustand. Und die lohnen sich, finde ich, auch, wenn man mal einen ganz netten Ego-Shooter haben möchte, der auch noch ein Alien-Franchise mit dabei hat. Ja, dann würde ich sagen, auf zu den Aliens mit der Alien Trilogy für die PlayStation. Jetzt schaltet sich auch um auf Part. Ich habe schon gewundert, warum der NTSC stand, aber ich habe gedacht, ich warte mal kurz ab, was der Upscaler hier wieder von sich gibt. So. Alien Trilogy, Copyright 96. Die Film-Copyrights hier 79, 86, 92, 96. Fox Interactive und unseren Publisher Acclaim Entertainment Incorporated. Und das Entwicklerstudio Probe Entertainment. Wir haben den Kontakt zur Kolonie auf LV-426 verloren. Erkunden Sie mit Gorman und seiner Mannschaft die Situation. Niemand darf herausfinden, dass die Gesellschaft die Kolonisten vorsätzlich infizierte, um die Aliens an die ICC-Quarantäne vorschriften vorbeizuschmuggeln. Jawohl, Sir. Es ist wichtig, dass Ripley Ihnen vertraut, da sie am meisten den Xenomorph Bescheid weiß. Sie könnte uns sehr behilflich werden. Verstanden. Die von Ihnen gesandte Biowaffendivision hat seit einiger Zeit keine Meldung mehr erstattet. Natürlich wollen wir vermeiden, dass mit Ihnen das Gleiche passiert.
viel Glück, Ripley. Ich zapfe den Computer an. Sicherheitscodes, wir sind drinnen. Und ein Grund, Leute. Schön, schönes Intro. Relativ originalgetreu des zweiten Spielfilms. Ja, in den Optionen hätten wir jetzt hier die Möglichkeit, Geräusche und Musik, die Lautstärken einzustellen. Das passt aber soweit, denke ich. Schwierigkeitsgrad, kalter Terror, Alien Mania oder Säurebad. Lassen Sie es mal auf Mittel stehen. Controller-Optionen, ja, die könnten wir jetzt hier nochmal, ich weiß gar nicht, was wir ändern könnten. Wir lassen es auf jeden Fall. Alles so wie es ist. Passwort eingeben werden wir dann entsprechend gleich mal machen nach der ersten Mission. Speicherkartenoptionen können wir jetzt nochmal sagen, wo die abgespeichert werden sollen, die Spielstände. Kamera schaukeln lassen wir mal an. Und die Credits kann man sich hier nochmal anzeigen lassen. Kann ich mal kurz mal reinschauen. Ah ja. Vielleicht kriege ich jetzt hier mal gesagt, wer die Musik gemacht hat. Die finde ich nämlich fantastisch toll hier. Hier uns Pride Grew. Ja, mit Motion Capturing wird hier schon gearbeitet. Digital Production Group, Post Processing. Full Motion Video Composition. 3D World Modeler. Game Creation, Texture Mappers. Na, wo ist er denn, der Komposer? Steven Root. Okay. Sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts. Muss mal recherchieren. So, wir starten einfach mal das Spiel. Und kriegen hier jetzt erstmal unser Mission Briefing. Empfange Datentransfer, Missionsziel. Sie sind damit beauftragt, den Eingang für die Marines-Truppen freizumachen, indem sie jegliche Kisten und Fässer aus dem Weg räumen und eventuell auftauchende Aliens vernichten. Beachten Sie, dass Ihre 9mm Geschosse auf die Fässer keinen Einfluss haben, werden aus Sicherheitsgründen. Wir raten Ihnen, andere Alternativen zu finden. Ja, das werden wir. Wir werden nämlich schon die Schrotflinte finden. So, wir können uns hier entsprechend bewegen, links, rechts, vor, zurück. Wie gesagt, nur mit dem Digitalkreuz. Mit der Taste X können wir schießen, mit der Taste Kreis aktivieren wir hier die Tür und mit Dreieck würden wir Waffen wechseln.